Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einer sanften Hockergymnastik. Hol dir also gleich einen Hocker oder einen Stuhl, setz dich auf die vordere Hälfte und dann starten wir. Achte auf deinen aufrechten Sitz, das heißt, deine Fersen sind ungefähr unterhalb deiner Knie, Beine hüftbreit geöffnet, Brustbein anheben, Schultern sanft nach hinten unten gezogen und dein Blick im Horizont, also leicht nach unten abfallend, dann ist dein Kopf auch in der richtigen Position. Du kannst dir auch eine Krone vorstellen, die auf deinem Kopf thront und die du in Richtung Decke nach oben schiebst. Und jetzt spür für einen Moment in dich hinein. Wie geht's dir? Wie fühlt sich so an, so da zu sitzen? Zwickt's irgendwo vielleicht? Fühlst du dich wohl in deiner Haut? Wie fühlt sich dein Atem an? Komme erst mal hier und jetzt an und zieh dann beim Einatmen die Schultern nach oben und ausatmen, lass sie wieder fallen und lass die Arme einfach neben deinem Körper nach unten ziehen. Einatmen und Mund aus, bewusst wieder nach unten. Bleibe aber ganz aufgerichtet sitzen. Spüre, wie fühlt sich das an, wenn die Schultern weggezogen sind von den Ohren. Noch einmal genau so. Ausatmen, tief ziehen. Und dann lässt du deinen rechten oder linken Arm, ganz egal, weit nach unten greifen. Halte deine Sitzbeinhöcker auf dem Boden und auf dem Stuhl und wechsle die Seite. Einmal rechts, einmal links. Ganz weit zur Seite neigen, so weit wie möglich. Und wenn du möchtest, nimmst du auch deinen Blick mit über deine Schulter. Dein Tempo, deiner Bewegungsweite. Bleib wieder in der Mitte zurück. Gib mit deinen Fußsohlen ganz leichten Druck in den Boden. Nimm rück die Hände wieder in die Oberschenkel. Gib Druck und spür, was passiert. Merkst du, dass du dich aufrichtest? Und wenn du jetzt ausatmest, dann löst du den Druck und lässt deinen Rücken rund werden. Einatmen, gib Druck mit deinen Fußsohlen, richte dich auf und ausatmen, lass nochmal locker, deine Wirbelsäule runden. Druck, wenn du dich aufrichtest, den Druck etwas lösen, wenn du rund wirst. Gleich noch einmal. Bleib jetzt hier aufgerichtet. Deine Krone auf dem Kopf, die Hände kreuzen vor deinem Brustbein. Und jetzt drehst du dich ausatmend einmal nach rechts und einmal nach links. Achte immer noch darauf, dass du mit den Füßen leichten Druck gibst, dich aufrichtest und in der Aufrichtung so weit wie möglich dich drehst. Die Wirbelsäule kann sich drehen. Seitneigen und beugen, strecken. Also alle Richtungen, die wir auch hier mitnehmen sollten. Und dann bleibst du in der Mitte, wenn du das nächste Mal wieder zu mir in die Mitte kommst und rüttelst deinen Oberkörper. Ganz kleine, schnelle Bewegung. Rütteln, rütteln, rütteln. Was merkst du?
deine tiefen Rumpfmuskeln, oder? Den Bauchmuskel spürst du vielleicht. Beckenboden. Die tiefen kleinen rund um deine Wirbelsäule. Atmen. Und zur Mitte ankommen und deine Arme öffnen. Und wenn du jetzt hochkommst, rechte Hand auf die linke Schulter, linke Hand um die Taille und wechseln. Links oben, rechts unten und wechseln. Versuch jetzt einmal rechts, einmal links oben zu haben. Bisschen Koordination, natürlich auch für die Schultern angenehm, dich aufmachen im Brustbein. Rechts, einmal links oben, ganz locker fallen lassen. Und nochmal geöffnet halten, dann die Arme stopp. Deine Arme zur Seite, Schultern sind tief nach oben und dich räkeln und strecken. Und jetzt zieh dich lang, vielleicht. Bewegst du dich mal jetzt dahin, wo du das Gefühl hast, oh, die Richtung. Möchtest du dich gern noch bewegen? Vielleicht gähnst du. Und jetzt nimm auch die Finger mit. Nimm die Finger in die Bewegung, öffne deine Handflächen, nimm sie zur Faust, allen möglichen Positionen, dich mitbewegen. Bis dann deine Arme jetzt nach außen ziehen und zwar so fest, wie du kannst. Schieb mit deinen Handflächen nach außen weg. Und jetzt nimmst du sie nochmal über Kopf. Versuche sogar hinter deinen Kopf zu kommen. Und von hier schiebst du die Arme wieder nach außen. Das machst du immer so, wie es für dich funktioniert. Es gibt kein Gut und Schlecht, es gibt nur deinen Weg. Bewusst die Handgelenke hier umklappen. Das ist wichtig. Handgelenke, Fingerspreizen und über den Kopf richtig bewusst nach außen ziehen. Halte jetzt außen, stopp und mach ganz kleine Kreise nach vorne, Schultern tief, Bauchnabel nach innen gezogen. Atmen, kreisen. Und nach hinten, Richtungswechsel, ganz kleine. Spür die Schultern, spür deine Rumpfmuskulatur. Und komm wieder zurück, löse. Locker die Schultern, ist die Arme locker. Deine Beine jetzt etwas öffnen. In eine Grätsche und drück mit einer Hand gegen den Oberschenkel. Lehn dich ein Stück nach vorne und schau so weit, wie du kannst, zurück und wechsle die Seite. Nach hinten schauen. Also einen leichten Druck an dein Knie oder Oberschenkel. Muss ganz angenehm sein. Und dann bleibst du wieder in der Mitte. Nimmst die Beine etwas enger zusammen. Nimmst die Unterarme, stützt dich auf die Oberschenkel. Lass dich hängen. Die Kutscherhaltung ist eine ganz entspannende Übung für den Rücken. Ruhig auch mal zwischendurch in deinen Alltag einbauen. Ganz locker hängen. Dann schau zu mir nach vorne. Streck deinen Rücken und versuche jetzt, einen Arm nach diagonal oben zu strecken. Wieder aufstellen und den anderen Arm nach diagonal oben. Und wieder abstellen. Nochmal hoch. Rückenstrecker spüren und hoch. In Verlängerung deiner Wirbelsäule. Lang strecken. Wenn die Schultern
unangenehm zu spüren sind, öffne einfach den Arm ein Stück weiter nach außen. Letztes Mal. Komm wieder zurück. Lass dich nochmal rund werden. Entspann deinen Rücken. Roll dich langsam Wirbel für Wirbel nach oben auf. Zum Sitzen. Beine wieder etwas mehr schließen. Den Rücken entspannen. Und deine Füße jetzt abrollen. Und zwar mal die Fersen anheben. Einmal rechts, einmal links. Fußgelenke bewegen und vielleicht, probier es mal, kannst du, wenn die rechte Ferse hochkommt, deine linke Fußspitze heben und umgekehrt. Also immer gegengleich. Vielleicht geht es auch nur ganz wenig. Beweglichkeit, Fußgelenk ist wichtig für unsere Kniegesundheit. Also mal ganz bewusst durchbewegen. Und wenn das gut klappt, dann werde ich schneller. Ist natürlich auch Koordination. Die Fußwippe. Zur Mitte kommen, einpendeln und absetzen. Wenn du möchtest, halte dich am Stuhl fest und schiebe jetzt einmal rechts, einmal links die Ferse nach vorne weg. Richtig fest nach vorne schieben. Spür die Kraft im Oberschenkel. Ganz bewusst schieben. Beinkraft spüren. Aufrichten. Die Oberschenkel dürfen warm werden. Noch 4, 3, 2 und absetzen, auslockern. Schüttel den ganzen Körper ein bisschen aus. Rütteln und schütteln ist immer gut zwischendurch. Wirklich alles ausschütteln. Und dann kommst du auf eine Seite vom Stuhl, halte dich an der anderen Seite fest, damit der Stuhl nicht kippen kann. Und jetzt nimmst du ein Bein so weit, wie du kannst, nach hinten. Spür die Dehnung, Hüftbeuge. Versuche zu strecken und bleibe aber aufgerichtet sitzen. Ganz weit. Ruhig so ein paar Atemzüge hier bleiben. Aufrichten, Krone auf dem Kopf. Auflösen, Seite wechseln, andere Seite rüberrutschen, Bein zurück, anderes Bein nach vorne, aufrichten und so weit wie du kannst das Bein nach hinten stellen. Festhalten. Also so kleine Übungen gehen gut zwischendurch im Sitzen. Zum Beispiel mit den Füßen Druck auf den Boden ausüben. Merkst du gleich, dass man sich aufrichtet, Beckenboden aktiv wird. Oder Füße abrollen, kann man auch mal unauffällig. Gut für die Venen. Unsere Waden sind die Venenpumpen, die das Blut in den Körperkreislauf zurückschicken. Also Füße abrollen ist wirklich wichtig, wenn man länger sitzt. Komm wieder zurück zur Mitte, stell die Füße nach vorne. Jetzt schau, dass du hinten entweder deinen Hocker fassen kannst oder die Stuhllehne und dein Brustbein
Schiebst du weit nach vorne, dehn deine Brustmuskulatur. Auch wichtig, da verkürzen wir oft durch viele Sitzen und durch unsere Alltagshaltung. Mach dich auf. Komm wieder langsam zurück, lass locker. Fass eine Hand unten an deinen Stuhl, lass den Kopf zur anderen Seite. Spür die Dehnung im Nacken. Ganz langsam wechseln zur anderen Seite, Schulter tief ziehen, aufrichten. Atem fließt. Langsam wieder zurückkommen, lockern. Kannst auch den Kopf gerne mal nach vorne hängen lassen. Diagonal nach oben schauen, das ist immer besonders wichtig. Brustbein rausziehen. Räkel dich nochmal, öffne dein Brustbein. Streck dich. Dann öffne deine Arme. Versuch ganz aufgerichtet, ganz stolz, mit dem Ausatmen die Arme fallen zu lassen. Und jetzt spür in dich hinein, wie fühlst du dich jetzt? Vergleiche nochmal mit dem Anfang, fühlt sich deine Haltung an? Gibst du ganz automatisch vielleicht Druck mit deinen Fußsohlen in den Boden? Hast du dich aufgerichtet? Vielleicht ist es da, wo es vorher gezwickt hat, jetzt nicht mehr oder kein Zwicken mehr da. Lass locker. Kannst dich ruhig zwischendurch auch immer mal wieder lümmeln und dann aber auch wieder aufrichten. Also bewegtes Sitzen im Alltag, das ist entscheidend. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn es dir Spaß gemacht hat, natürlich über ein Gefällt mir, einen netten Kommentar unten. Wenn du Lust hast, kannst du meine Arbeit wertschätzen. Vielen Dank. Der Link ist unter dem Video in der Beschreibung, heißt Steady. Deine Unterstützung mit monatlich 5 oder 10 oder 20 Euro, was auch immer du möchtest. Das kann man auch jederzeit wieder verändern. Wenn du möchtest, abonniere meinen Kanal. Oder geh auch mal auf meinen YouTube-Kanal und schau in die Playlists rein. Da findest du eine Playlist, die heißt Hockergymnastik. Und da sind ganz viele Videos mit einem Hocker oder Stuhl. Also einfach mal reinschauen. Oder bis zu unserem nächsten gemeinsamen Training. Ich freue mich schon.